Grüße euch ganz herzlich, schön, dass so viele da sind und habe die Ehre, diese Veranstaltung hier zu eröffnen. Die ersten und hoffentlich nicht letzten FFL Routing Days. Wir sind in Herne in dieser wunderbaren Lokation. Vielen Dank für das zur Verfügung stellen. Ich hoffe, dass alle gut genächtigt haben, die schon gestern angereist sind, dass wir keine Verluste haben und dass wir jetzt hier mit voller Elan in den Tag starten können. Es gibt ein ganz schön volles Programm. Die Jungs haben noch geschwitzt bis tief in die Nacht, die letzten Folien fertig gemacht. Und es ist jetzt aber alles vorbereitet. Der Stream läuft hoffentlich und ich kann auch die Leute am Livestream begrüßen. Die Veranstaltung wird gestreamt. Vielen Dank an die Leute vom VOG, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die Streaming-Server, und an alle Beteiligten, die hier geholfen haben, fleißig aufzubauen, das ganze Equipment zu installieren. Ja, auch dafür ein Applaus. Für uns als Freifunk Rheinland e.V. ist das die erste Veranstaltung in so einem Rahmen. Von daher hat uns das auch vor neue organisatorische Herausforderungen gestellt. Der Thomas und ich, wir sind eingestiegen mit der Idee, einfach ein paar Leuten das Thema IP-Routing ein bisschen näher zu bringen und zu gucken, wo fängt es an, auf welchem Layer, also das klassische Layer 2 und dann weiter bis zum BGP, OSPF. Und wir haben uns überlegt, wie bringen wir das den Leuten näher, und die Idee war zum ersten Mal, wir setzen uns einfach mit ein paar Leuten zusammen und zeigen denen, wie das geht. Und die Überlegung war, ob wir das in einer Gaststätte, in irgendeiner Kneipe oder irgendwo machen. Und es werden wohl so 10 oder 20 Leute kommen. Es sind ein paar mehr heute gekommen und es waren dann auch ein paar mehr Anmeldungen. Und die Sache ist in kürzester Zeit ziemlich groß geworden für die Verhältnisse, mit denen wir sonst so zu tun haben. Von daher seht es uns nach, wenn das ein oder andere Detail nicht so perfekt ist, aber ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch und es soll um den Inhalt gehen hier bei der Veranstaltung. Wir haben uns jedenfalls sehr gefreut, dass es so gut angenommen worden ist und hoffen, dass wir einfach möglichst vielen Leuten das Wissen zum Thema IP-Routing und Networking vermitteln können. Wie gesagt, der Fahrplan ist relativ eng, von daher bitte ich euch auch immer wieder zeitig zurück zu sein aus den Pausen. Wir fangen heute an mit einem Vortrag, machen dann im Prinzip direkt weiter mit der Mittagspause und danach dann mit der ersten Lab-Session. Wir haben ja Hands-on geplant, also es gibt VMs, die vorbereitet worden sind, auf denen ihr dann arbeiten könnt. Auf euren lokalen Notebooks müsst ihr nichts installieren, also außer einen SSH-Client, den ihr braucht, aber dazu sagt dann das Team Backbone gleich, wie das abläuft, wie wir die Gruppen aufteilen und so weiter. Ich habe nur noch eine Bitte. Die Lokation, in der wir hier sind, die ist öffentlich und von daher bitte ich auch alle ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf andere Gäste und Teilnehmer noch hier. Bezüglich des Hotels und des Check-ins, wer das noch nicht gemacht hat, bekommt den Schlüssel an der Rezeption und vorne am Tisch gibt es dann die Infos bezüglich Bezahlung des Hotels und der Übernachtung und des Frühstücks und so weiter. Ja, das ist eigentlich alles, was es organisatorisch zu sagen gibt. Ich freue mich, dass ich jetzt noch einen ganz besonderen Gast hier präsentieren darf. Der Konrad Lischka von der Staatskanzlei ist da und es gibt da ja eine relativ intensive Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Land. Konrad hat da ein bisschen was vorbereitet und wird jetzt einfach ein bisschen persönlich euch noch weiter einführen, was wir da für die Zukunft geplant haben, was wir aktuell schon tun und was schon läuft. Und von daher vielen Dank, Konrad, dass du gekommen bist. Ich gebe dir jetzt einfach das Mikro und dann machst du den Rest. Ja, hallo. Ja, ich arbeite in der Staatskanzlei, wie Philipp gesagt hat, und kümmere mich auch um etwas Freifunkförderung. Bin heute hier vor allem, um irgendwie Dankeschön zu sagen. Also erstmal, dass ich eingeladen bin. Und danke für all die Sachen, die Freifunk in Nordrhein-Westfalen macht und im gesamten Bundesgebiet. Da ja nachher so ein bisschen über Internetprotokolle sprechen werdet, habe ich als Metapher mal mein eigenes Schichtenmodell konstruiert, weil was ich toll finde an Freifunk, so von außen betrachtet, passiert auf drei Schichten, die ich sehe. Ja? Das eine ist Anwendungsschicht. Ich war die letzten 2 Jahre ganz oft hier in Herne, weil hier werden die Fortbildung gemacht von der Landesregierung für die Beschäftigten und ist ein öffentlicher Raum hier. Ne?
In den letzten 2 Jahren habe ich hier ganz viele Leute gesehen, die sich hier nach ihrer Hochzeit fotografieren lassen unter den Palmen. Echt beliebtes Motiv. Ich habe so ältere Leute gesehen, die irgendwie Schach spielen da draußen. Und diesen Januar war ich wieder hier für eine Fortbildung und dann habe ich etwas gesehen, was ich vorher noch nicht gesehen habe, also jetzt gefühlte Empirie. Waren irgendwie so 6, 7 Schüler, saßen da draußen irgendwie mittags, hatten Smartphones in den Händen und haben sich über irgendetwas unterhalten, was sie gesehen haben. War wirklich das erste Mal, dass ich junge Leute hier drin sehe, die irgendwie irgendwas machen. Ich meine, es war Januar, es war kalt, es war grau und die sind da. Und das lag wahrscheinlich an der zweiten Sache, die anders war. Es gab Freifunk hier. Und das ist das, was ich toll finde, was auf der Anwendungsschicht passiert. Der öffentliche Raum wird irgendwie erweitert, ja, und es ist Leben hier drin. Und das liegt eben auch daran, was ihr auf der Anwendungsschicht macht für die Leute da draußen. Also freies Internet, ganz basal. Aber Freifunk ist eben nicht nur freies Internet und nicht nur kostenloses WLAN. Und die anderen Sachen, die passieren, das sind auch die Gründe, warum wir das unterstützen und warum der Landtag diesen großartigen Beschluss getroffen hat vorigen Juni, der uns die Möglichkeit gibt, Freifunk zu unterstützen. Das sind die Sachen zum Beispiel, die auf der Transportschicht passieren. Wenn ich immer gute Laune bekommen will, dann gucke ich mir die Knotenlisten an vom Freifunk und schaue mir an, wie die einzelnen Knoten heißen. Ja, und dann sehe ich Rathäuser, dann sehe ich das Deutsche Rote Kreuz, dann sehe ich etwas vom THW, ja, und merke irgendwie so das Thema ein Bürgernetz bauen und selbst Infrastruktur machen, ja. Das bringen die Leute in den Freifunkinitiativen vor Ort, in all diese Vereine und Initiativen herein, bringen die mit einem Thema in Berührung, mit dem die vorher noch nie zu tun hatten. Ja? Also Rotes Kreuz, THW und so weiter, dann natürlich der Friseur, die Eisdiele um die Ecke. Die haben alle auf einmal mit dem Thema zu tun, Bürgernetze bauen, ja? Und selbst etwas tun und selbst irgendwie sich beteiligen und engagieren. Und das ist echt ja, wirklich eine breite gesellschaftliche Bewegung und dafür auch danke. Also das finde ich außergewöhnlich. Und das dritte ist die Vermittlungsschicht. Ja? Was ich damit meine, da sieht man hier ganz gut, sind irgendwie 100 Leute da und lernen am Wochenende etwas über Protokolle und Routing und so weiter von Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr wissen und machen dann halt auch selbst. Und gibt ja dieses blumige Wort, was in der Politik sehr wichtig ist, das ist Medienkompetenz, dass die Leute einfach praktisch lernen, wie sie zum Beispiel selbst Infrastruktur machen, ja, wie das Internet funktioniert. Und das passiert ja in den ganzen Initiativen, in den Gemeinden. Wenn Leute, die nicht so viel Ahnung haben, mit Leuten zusammenarbeiten, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Danke dafür, dass ihr das macht. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum wir als Staatskanzlei Freifunk unterstützen. In dem ersten Projekt, wo wir eine Zuwendung positiv beschieden haben, heißt das im Verwaltungsdeutsch, ist eine ganz interessante Idee, das ist im Freifunk Hochstift e.V. in Paderborn. Also wir fördern den Backbone-Ausbau da, die Hardware und so weiter. Aber die haben auch eine interessante Idee, was man eben mit diesem Netz machen kann, was nicht freies Internet ist und kostenloses WLAN. Also die haben die Idee in ihrem Antrag aufgeschrieben, dass sie eine Wetterkarte basteln fürs Hochstift. Und zwar wollen sie kleine Wetterstationen, die Leute selbst löten, programmieren lassen, die verteilen dann übers Freifunknetz die Daten an eine zentrale Datenbank, die sie messen, und daraus soll dann irgendwann eine Wetterkarte entstehen fürs Hochstift. Finde ich echt fantastische Idee, ja, wie man irgendwie selbst etwas machen kann, selbst etwas erschaffen kann, was halt größer ist als, ne, ich nutze jetzt einfach passiv freies Internet. Und wenn diese Wetterkarte irgendwann online ist, tolles Bild dafür, was man eben mit einem Netz, mit einem Bürgernetz auch noch machen kann, außer Internet nutzen. Philipp hat gerade gesagt, ich werde jetzt groß erzählen, was wir als Land planen und was wir vorhaben. Also im Prinzip sind es erstmal Pilotprojekte, die wir machen mit verschiedenen Vereinen, die sagen, wir wollen das Backbone ausbauen, wir haben den und den Plan und da kann man eine Zuwendung beantragen, dann schauen wir uns das an. Und ja, die erste läuft jetzt im Freifunk Hochstift. Und ich glaube, ein paar andere Vereine sind gerade daran, die Anträge zu schreiben. Da haben wir auch Kontakt mit dem Freifunk Rheinland, mit den Kollegen in Münster. Und das ist erstmal der Plan, ja, einfach Pilotprojekte machen, gucken, wie das läuft, wie schnell das irgendwie rauskommt, was die für Erfahrungen machen. Mit den ganzen Verwaltungsgeschichten, die natürlich auch dranhängen, wenn man vom Staat Geld bekommt, werden, glaube ich, beide Seiten lernen und da sind wir gerade bei. Und mehr muss ich jetzt gar nicht erzählen. Wenn jemand da genauer was wissen will, kann er mich fragen. Ich bin noch ein bisschen hier. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Konrad, für diese Einblicke.
ganz großartig, dass das so zusammen funktioniert. Und ja, genau, wenn es da noch weitere Fragen gibt, der Konrad ist ja noch ein bisschen da. Aber sonst kann man das auch im Nachgang machen. Es gibt ja mittlerweile da sogar extra eingerichtete Internetseiten bei der Staatskanzlei, auf denen man sich informieren kann, wo es auch Kontaktdaten gibt und dann bekommt man da Hilfe. Ja, kommen wir zum Thema, die FFL Routing Days. Unser Backbone-Team steht schon an der Seite. Ich sehe, dass die Jungs ausgeschlafen und vollzählig sind. Die Folien sind hoffentlich auch alle vorbereitet, von daher bleibt mir nichts anderes, außer euch auf die Bühne zu holen, euch viel Erfolg und viel Spaß zu wünschen.